Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Spiel Siberia 3. Ja, in der letzten Folge haben wir diesen komischen Typen hier kennengelernt. Der hat gesagt, wir sollen auf die andere Seite der Brücke gehen. Und ich wollte gerade noch fragen, wie wir das machen sollen. Ehrlich gesagt hatte ich jetzt gedacht, dass der Teil jetzt oben ist durch dieses Wasserrad und der andere Teil noch hochgemacht werden muss. Aber okay, dann machen wir das halt so. Dann wird er wahrscheinlich jetzt gleich... bin ich jetzt hier in der Mitte der Brücke? Ja, ne? Dann wird er das wahrscheinlich gleich genau andersrum machen, ja. Okay, ja. Jetzt bin ich wirklich mal gespannt, was das für ein Typ ist, von dem hier die Rede war. Hier wohnt er wahrscheinlich. Auf jeden Fall hat er schon mal eine Vogelscheuche und anscheinend auch sein eigenes Beet hier, so ein kleiner Selbstversorger. Ah ja, das ist sie, Kate Walker. Hä? Die, die ihr altes Leben hinter sich gelassen hat. Sie läuft weg und bleibt nicht stehen. Eine Reisende ohne Ziel. Hallo, Geister. Hallo. Tut mir leid, wenn ich Ihr Gespräch störe, aber... Die Geister sind wahre Plappermäuler und sie lieben es, sich in unsere Angelegenheiten einzumischen. Die Geister? Manchmal schützen sie einen, manchmal überlassen sie einen seinem Schicksal. Es ist schwer zu verstehen. Sie sagen mir, dass Kate Walker einen neuen Zug der Yukol und ihrer Strauße begleitet. Das stimmt. Die Yukol brauchen ihren Segen, um über die Brücke zu können. Sie sagen, du bist in Gefahr. Die Geister warnen vor Gefahren, dann kommen sie sich wichtig vor. Ja, wir werden verfolgt. Und das bedeutet, es ist umso wichtiger, ihre Genehmigung zur Überquerung zu bekommen. Aber zuerst gibt es eine Prüfung. Geister lieben Prüfungen. Und es müssen Geschenke gemacht werden. Du darfst schenken, was du willst. Hauptsache, es ist Wodka. Okay. Also, sind die Geister bereit, die Zukunft des großen Yukol-Zugs für ein bisschen Alkohol zu riskieren? Ich erledige das Trinken. Und durch mich werden die Geister besoffen. Dann sind sie in sehr guter Stimmung. Hm, und dann lassen sie uns durch? Ihr müsst auch die Beschwörung rezitieren. Und dann kann die Karawane weiter in die Heiligen Lande ziehen. Okay. Können Sie mir mehr über die Beschwörung sagen, die wir rezitieren müssen? Es ist ein Gebet zu den Geistern, das von Schamane zu Schamane weitergegeben wurde. Und was für ein Gebet? Die Geister brauchen Zeichen. Sie verstehen die Sprache von Feuer und Rauch. Es ist zu hoffen, dass Kate Walker alles Nötige auf der anderen Seite des Flusses findet. Die Überreste vergangener Züge sind noch dort. Aber die Geister offenbaren erst nach der Wodka-Opfergabe alle Geheimnisse. Wenn es ums Geschäft geht, sind die Geister sehr kompromisslos, Kate Walker. Mhm. Die Geister, so, so. Der Alkohol, den Sie brauchen. Wo bekomme ich den? Das sollte kein Problem für dich sein, Kate Walker. Die Geister haben keine bevorzugte Marke. Haben die Geister noch etwas über mich gesagt? Sie sprachen,
von deinen Tugenden, die dein Verderben sein könnten. Sieh dich vor, du... Ist das alles? Prüfungen machen uns stärker. Ihre Geister hören sich wirklich gern reden, was? Na dann, ans Werk. Ich suche Ihnen etwas, mit dem Sie Ihren immateriellen Freunden zuprosten können. Die Geister sind auch sensibel, Kate Walker. Sie lassen sich nicht gern auslachen. Ja, gut, also so wie ich es verstanden habe, müssen wir jetzt wieder zurück. Ich würde mich aber schon gerne mal eben hier hinten umsehen. Aber ich denke mal, dass es hier wahrscheinlich nichts großartig sein wird, was ich machen kann. Das scheint mir so ein Ofen oder sowas zu sein. Das ist wohl so eine Art kleiner Brunnen hier. Ich dachte zuerst eine Opfergabe, aber es ist doch eher so ein kleiner Brunnen. Ja, und hier kommen wir auch noch nicht rein. Okay, schade. Das heißt dann wohl, so wie ich das verstanden habe, dass ich jetzt wieder zurück muss auf die andere Seite. Kate Walker, kommst du jetzt da auch wieder raus, wenn du schon hier so blöd läufst? Nein, geh... Hallo? Nein, geh wieder zurück. So kann ich hier nirgendwo drücken, dass sie da hingeht. Einfach rausgehen. So ist brav. So, und dann jetzt auch wieder den Weg zurückgehen, bitte. Also die Steuerung ist immer noch so ein bisschen... Nach etlichen Spielestunden, ich meine, das Spiel finde ich immer noch richtig geil. Also so von der Story her, es zieht sich dann schon so ein bisschen, gerade auch Richtung Ende, wenn wir jetzt so kurz vom Ziel stehen und dann doch wieder irgendwas. Also irgendwas wird dann immer wieder in den Weg geworfen, ja, dass man halt wieder so seine lieben Mühen hat, weiterzukommen. Das ist schon ein bisschen nervig. Macht der auch was? Hallo? Aber ansonsten ist es wirklich, wirklich geil gemacht. Junge, lässt du mich jetzt hier hinten verrecken, oder was? Worauf wartet er? Nicht sein Ernst jetzt. Los doch. Was macht er denn da? Hey, Moment. Was für ein Arsch. Also sowas habe ich jetzt echt noch nicht erlebt hier. Ist die Tür denn wenigstens auf, dass wir das selber machen können? Also ich gehe mal davon aus, weil sonst kämen wir ja nicht rüber. Aber was für ein Arsch. Moment, versuch mal hier reinzugehen. Immer noch nicht offen. Wollt ihr mich verarschen? Ja, hier irgendwo stand das Motorrad vorhin. Oh, Moment. Ist das? Was ist denn das Problem? Ja, das frage ich mich auch gerade. Genau, Kate, pack dir den Ziegelstein ein und dann hau ihn eine auf den Kopf, wenn er nochmal wiederkommen sollte. So ein Verhalten geht ja mal gar nicht. Ja, ich bin gerade was anderes am Überlegen. Können wir mit dem Ziegelstein vielleicht irgendwie die Türklinke weghauen oder so? Ich meine, hier hinten? Nee, hallo. Hier hinten konnte man noch an die Tür rangehen. Vorne konnten wir die ja nur öffnen. Da ist ein Ausrufezeichen, ja toll. Weil die ist auch abgeschlossen. Wenn ich jetzt so reingucke... Die Steuerung für die Brücke ist dort.
Ja, das ist mir schon klar. Kann man denn irgendwas... Ich probiere das jetzt einfach mal. So, kann man... Mit der Scheibe? Oh, ich hätte jetzt eigentlich... Ja. Oh no, ist trotzdem abgeschlossen. Nicht? Okay. Dann halt so, ne? Jetzt habe ich wieder keinen Mauszeiger. Ich hätte gerne meinen Mauszeiger wieder. Hallo. Ich bewege mich jetzt erstmal so. Vielleicht kriege ich dann den Mauszeiger wieder. Ah, jetzt. Okay, Moment. Hier oben rechts stand aber noch was. Nein. Hallo. Nein. Nein. Ich will das, wo ich drauf geklickt habe. Geh doch nicht immer durch die ganze Weltgeschichte. Hier war gerade noch ein Punkt. Ja, jetzt ist der Punkt weg. Hä? Jetzt habe ich hier eine völlig andere Perspektive. Was ist das denn jetzt für ein Mist? Jetzt ist der Punkt hiervon weg. Jetzt kann ich da nichts mehr machen. Hm. Nehmen wir erstmal das hier. Oh. Ja. Mal gucken, ob die noch voll ist. Wodka. Okay, scheint auf jeden Fall noch was drin zu sein. Das ist schon mal gut. Ja, was will der Fregel jetzt? Keine Ahnung. Okay, die Steuerung. Die war auf der linken Seite. Hier kann man was nehmen anscheinend. Papierstapel des Zollbeamten. Okay. Ja, vielleicht brauchen wir das ja nochmal. Ah, Moment, wir waren jetzt im hinteren Bereich. Dann gehen wir doch nochmal dahin zurück. Ich habe keine Ahnung, wie die jetzt da hingegangen ist. Ich habe vorne was genommen und komme hinten aus und nehme was. Also ist auf jeden Fall ganz lustig gemacht, das Spiel. Man weiß nie, wo man hinkommt, wenn man auf irgendwas klickt. Halt, stopp, stopp, stopp. Da ist was. Jetzt, wo der Zollbeamte weg ist, gibt es keinen Weg für die Yukol hinüber, wenn nicht einer auf der anderen Seite bleibt. Gut, darum kümmern wir uns später. Na toll. Muss ich dann wahrscheinlich auf der anderen Seite bleiben? Jetzt, wo der Zollbeamte weg ist, gibt es keinen Weg für die Yukol hinüber, wenn nicht einer auf der anderen Seite bleibt. Gut, darum kümmern wir uns später. Hm. Und nun? Jetzt können wir nichts mehr machen, oder wie? Das heißt, ich denke mal, ich muss wahrscheinlich irgendwie mit Kirk sprechen oder so. Oder vielleicht auch mit der Schamanin. Hallo. Nein, die Tür öffnen wäre schon mal gut. Die Tür, dessen Klinke ich eigentlich mit dem Ziegelstein kaputt machen wollte. Was aber anscheinend nicht ganz so Sinn und Zweck gewesen ist. So, wäre schön, wenn wir jetzt hier auch was sehen würden. Nein, die Kameraperspektive lässt es wieder nicht zu. Ah, hier ist Kirk. Neuigkeiten vom Wächter? Ja, aber offensichtlich willst du sie nicht hören. Okay. Dann reden wir mal mit der Schamanin, würde ich sagen. Falls wir das können. Er steht jetzt nicht mehr direkt davor. Vielleicht heißt das, dass sie jetzt richtig wach ist. Nee, sie muss sich immer noch ausruhen. Hallo. Wie fühlen Sie sich, Frau Ayahuasca? Trance von Zeremonie, gefressen Kraft. Also Schamanin, sehr schwach. Tut mir leid, Sie in Ihrer Erholung zu stören, aber es gibt ein Problem mit dem Wächter auf der anderen Seite der Brücke. Was für Problem? Will Sprit für Geister? Wodka, Sprit für Geister! Nein, ich meine ja, aber den habe ich schon besorgt. Aber er will, dass ich eine Art Gebet rezitiere, damit der Stamm den Fluss überqueren kann. Können Sie mir mehr darüber sagen?
Frau Kate Walker muss Rauchsignale machen. Mit alten Maschinen der Ahnen. Was für Signale? Ayahuasca nutzt manchmal Open. Hä? Nutzt manchmal oben. Ja, das war sehr präzise. Hier können wir auch jetzt was nachgucken. Okay. Puppen oder so. Ich weiß nicht, was das ist hier. Da ist Geld drin. Ja gut, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Haben wir hier irgendwas, womit wir noch Feuer machen können? Ich meine, Feuer haben wir ja schon, aber... Kochlöffel. Jeder braucht einen guten Kochlöffel. Ja, das Ding wollte ich die ganze Zeit gucken, was das ist. Den brauchen wir. Mehr nicht? Oder gibt es hier noch irgendwas? Scheint nicht. Stempel hat sie sogar dabei. Okay, was machen die ganzen Spritzen hier drin? Okay, also ich denke mal, dass das wahrscheinlich das Einzige ist, was wir brauchen. Toilettenpapier haben die sogar hier drin. Ja, ja. Wenn die nächste Mal wieder mit so einer gefakten Corona-Welle ankommen, dann haben sie auf jeden Fall genug Toilettenpapier bei den Schamanen, wollte ich gerade sagen, bei den Yukol. Ja, ich hoffe, das ist das Einzige. Wir können auf jeden Fall raus. Wenn nicht, dann müssten wir gucken, dass wir noch irgendwas anderes eventuell... eventuell noch rausholen müssen. Können, wie auch immer. So, jetzt ist die große Frage. Was können wir jetzt noch machen? Also, wir haben was, um Feuer zu machen. Falls wir damit was Feuer machen können. Was ist eigentlich mit dem Papierstapel? Was sind das für Papiere? Alte Zollformulare. Alte Zollformulare. Also können wir die wahrscheinlich... Alte Zollformulare. Nehme ich mal an, verbrennen. So, die Frage ist jetzt, was soll ich mit dem Stab? Oder was steht da? Das könnte natürlich auch... Könnte auch 0836 sein. Oh, kann man das mal so drehen? So. 0856 oder 0836? Ich muss mir mal kurz was aufschreiben. Also 0856 oder 36. Ich habe keine Ahnung, ob wir das irgendwo für benutzen müssen. Aber wenn ich es schon sehe, dann ja, schreibe ich es mir auf jeden Fall auch auf. Hier vorne kann man, glaube ich, rum, ne? Also wir haben noch den Flachmann. Da wir jetzt offensichtlich ja irgendwie nicht über die Brücke kommen, weil uns keiner helfen will hier, würde ich... Können wir jetzt eigentlich auch hier rein? Aber das... Nee, Moment, das müssen wir ja gar nicht. Würde ich fast sagen, dass wir erstmal hier runtergehen. Hallo? Nein, du sollst dahin gehen, wo ich die ganze Zeit drauf klicke. Das war hier. Nee, hier war das... ja, ich bin auch doof. So... Ich weiß jetzt nicht, ob uns das hilft oder nicht, aber wir legen jetzt mal den Flachmann da rein. Wodka ist Wodka, ne? Er wollte ja Wodka für seine tollen Geister haben. So, und dann müssten wir rein theoretisch, wenn wir jetzt da nochmal auf den Knopf drücken, das Ding doch auch wieder nach oben kriegen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so ein One-Way-Ding.
Aber kann ja nicht sein. Der hat ja gesagt, dass der ihm hin und wieder was schickt. Okay, perfekt. Was hat der denn jetzt alles hier rüber geschickt? Beutel voller Sägespäne. Was soll man denn damit machen? Okay. Ja, das hilft uns jetzt aktuell nicht so wirklich weiter. Dann würde ich jetzt einfach mal sagen, dass wir hier... Na komm, geh schon hoch. Wir müssten ja irgendwie jetzt hier ein Feuer hinkriegen. Also wir müssten das mit den Rohren wahrscheinlich machen oder, was ich eher glaube, mit dem Baumstamm. Ich würde jetzt mal einfach sagen, dass wir hier erstmal noch einen kleinen Cut machen. Da ich keine Ahnung habe, wie lange das jetzt dauern wird, bis ich das hinkriege, da mit Rauchzeichen zu arbeiten. Und dass wir dann hoffentlich in der nächsten Folge mehr wissen. Bis dann. Ciao.